Hallo, hier ist Frank der Auspacker oder Frank testet. Das folgende Video enthält Werbung. Ja, ich habe hier so ein schickes Köfferchen gekriegt von Gugmann. Das ist, die machen leckere Schnapsideen, wie man schon sehen kann. Einige werden das vielleicht schon kennen. Gibt es unterschiedlichen Sachen. Ja, den Koffer, den gibt es so jetzt nicht zu kaufen. Den habe ich jetzt hier zum Testen gekriegt. Und da wollte ich einfach mal mit euch mal reingucken, was alles drin ist. Ja. Also das Köfferchen gefällt mir auch so noch mit. Muss ich sagen, ja. Was haben wir hier? Glitzerlikör, schüttel mich, Einhorn-Alien, okay. Hier haben wir halt noch einen Prospekt mit den einzelnen Sachen, was die anbieten, ist ja ein altes Traditionshaus, das jetzt alles so selbst macht. Ja, hier sieht man noch mal alles. Einige Sachen kenne ich schon, die habe ich schon mal gekauft. Für Freunde so zum Geschenk. Ja, so, was haben wir hier drin? Waldmeisterlikör, Rheinspritzer. Ups, was jetzt? Ja. Was haben wir noch? Fußballfieber. Pfefferminzlikör. Kleine Sperma. Das Popsi hier. Haben wir noch eine schöne Zündkerze, die fällt mir auch gut. Ah, 15% Energy Taste. Auch Likör. Hier haben wir das Alien. Hier sieht man auch den Glitzer, aber man muss mal schütteln. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so einigermaßen sieht. Das ist nicht schlecht. So, Einhorn. Einhörner sind ja sehr beliebt. Das ist auch nochmal mit Glitzer, hier sieht man es. Ob man den auch Glitzerpipi macht. Das ist richtig süß gemacht. Der süße Arsch. Der Kaschlikör. Ja. Oh, das finde ich so die. Noch mal Köpflicker Fuck off. Was jetzt hier mal besonders gefällt ist, das sieht man, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so richtig sieht, einigermaßen, dass da hier der Totenkopf drinnen eingelassen ist. Ich weiß nicht, ob man das hier aufschrauben kann oder so. Ich weiß nicht, ob einmal. Cool. Na, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Hier sieht man das nochmal. Ein bisschen. Das finde ich so klasse. So, was haben wir hier noch? Eine Toilette. Der kleine Logos. Hau weg die Scheiße. Ja, was haben wir hier drin? Waldfruchtlikör ist das, okay. Hier sieht man auch schon, dass sie da individuell sehr lustige Sachen machen. Der kleine Lutscher. Ja, die gibt es glaube ich auch in unterschiedlichen Sachen. Mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Mal gucken, ob ich das hier so hier. Ja. Ja, sieht man auch nochmal an dem Prospekt der Hund. Guckt ja nebenbei noch. Da schiebt die Kamera weg. Der ist neugierig, Entschuldigung. Hier sieht man auch noch mal die Flaschen, die Fuck-off-Flaschen finde ich ja so interessant. Welchen den Totenköpfen zum Beispiel unterschiedlich. Wie schon gesagt, die haben unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Auch große Flaschen bieten die an. Ja, wer sich interessiert, kann ja hier mal bei guckmann.com vorbeischauen. Ja, Trends. Also ich finde es eigentlich richtig eine klasse Sache, so zum Verschenken oder so. Zu Feiertagen, besonderen Anlässen oder so. Ist euch nie.
sprechen Sie ehrlich was dabei. Oh, Lakritz. Lakritzlücke. Oh. Und so. Ja, oh, hier ist auch Pflaumen. Pflaume ist das hier, sehe ich das gerade. Pflaumenlücke, was ist das? Sternfrucht. Und das andere mit Einhorn ist Himbeer. Ja, halt hier oben ist Waldbeere. Waldbeere mit Glitzerlikör. Oh, Lakritzlikör, da wäre ich jetzt wirklich drüber fertig. Ja, wie gesagt, die gibt es ja auch in großen Flaschen, wie man sehen kann. Na, stell die Kamera wieder mal scharf. Warum macht die das nicht? Entschuldigung. Ja. Wirklich eine tolle Sache, muss ich sagen. Ja, ich bedanke mich erstmal, dass ich das hier gekriegt habe zum Testen. Habe ich ganz vergessen, falls das hier jemand von Krugmann sehen sollte. Ja, das war's ja mit den kleinen Unboxen von mir. Wie gesagt, das Köfferchen kriegt man jetzt so nicht so zu kaufen. Ist mir gesagt worden. Bin ich da froh, dass ich das so gekriegt habe. Oder sehr dankbar auch. Ja, Warnhinweise sind auch mal wichtig, wie ich schon erzählt habe. Ich mag ja auch so kleine Körperchen so von meinem Fotogramm oder so, werde ich das sicherlich entweder so nach den Austrinken extra nochmal benutzen. Oh, Entschuldigung, der Schnuppen. Ja, das finde ich eigentlich eine tolle Sache. Und einige Sachen habe ich auch schon mal getrunken, wie ich schon erzählt habe. Ist echt lecker. Das sollte man wirklich mal genießen. So, das war's heute von mir, vom kleinen Unboxing-Video. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und wünsche euch noch ein schönes Halloween. Gruselt nicht so dolle und klaut den Kindern nicht so viele Süßigkeiten. Ciao.